Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Salome und Dragomir. Hallo. 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 Mit Salome in Arschnase. Ja, das Sackrappengesicht. Ich bin kein Arschnase. Er bolzt seine Pfeile nicht an mich. Er bolzt seine Pfeile. Vor allem, es sind Bolzen und keine Pfeile. Ja. Dann verfeil deine Bolzen nicht an mich, wieder egal. Verbolz deine Pfeile. So, Letzi Fetzi! Ja. Letzi Fetzi. Fahren. So! Arschgeigen, ey. Warte mal. Alter! Die ist gut, ne? Was ist das für ein Sound? Bam! Bam! Als würde ich hier gerade mit dem Mods-Ding da schießen. Ich wollte scheißen sein. Oh, ich glaube, ich muss wieder aufschließen, ja. Ne? Ist das bescheuert? Jetzt darf ich nur davor stehen und zuschauen. Ja, komm! Sorry, ich muss. Wo wollen wir eigentlich hin? Irgendwo, wo wir noch nicht waren. Ja, da, begib dich zum Händler in 1,3 Kilometer. Okay. Hui! Achso, ich glaube, den Auftrag habe ich noch gar nicht. Oh, warte mal, ich guck mal, ob ich den teilen kann. Boah. Handelsroute. Nee, mussten wir alles selbst machen. Ah ja, stimmt. Ich kann das nicht mehr, ja. Mach doch nichts. Aber egal, da kannst du dir den Händler sowieso schon mal markieren. Ja. Über dieses Subkonzert hier. Immer. Hallo. Ich bin auch noch mal drüber. Einfach mal allesamt mal drüber rutschen. Yes. Ich esse Mandarinchen. Ja, Winkel. Ich will auch leckere Mandarinchen. Hm. Hui. Und schön saftig. Ja. Hi. Aber kennt ihr das Wort sapsisch? Nee. Sapschig kennt ihr. Ja, sapsisch. Boah, ich kann's eigentlich nicht. Sapschig. Sapschig, genau. Ja, das matschig. Ja, ne? Sapschig, ja. Nee, das kenne ich nicht, das Wort. Wenn man etwas matschig oder komisch innen drin das ist. Das finde ich schön sapschig. Wenn der Kuchen noch nicht durch ist, ist er sapschig. Ja. So ein Brownie hat sapschig zu sein. Ja, zum Beispiel hat eine, die soll Bananen in den Teigroll machen, aber hat gemeint, die wird doch sapschig. Ich kann das Wort echt nicht aussprechen. Sapschig. Sapsch. Ja. Sapschig. Sapschig. Sapschig, genau. Ja. So wird die dann. Aber was machen wir denn hier jetzt schon wieder? Ich hab hier eine Quest und ihr könnt das markieren. Ja, ich kann dagegen pinkeln. Ja, dann gönn dir. Hallo. Außerdem hat er eventuell gegebenenfalls Dinge. Schöne Dinge. Pistole, Eisenstiefel, Schrotflintenteiler. Magnum, Bauplan, Dragschrauberfahrwerk. Ja, Scharfschützenband 6. Geil. Ich habe übrigens kein Geld dabei. Ich auch nicht. Wow. Bei mir hat er ein Jagdgewehr. Jetzt mal ausrauben. Was für eins? 4. Jagdgewehr 4, das ist cool eigentlich. Kostet 7.440. Nee, kostet's nicht. Ich habe so viel Geld mit. Kann ich dir aber nicht kaufen, weil ich nicht weiß, wie viel das kostet, weil ich nicht weiß, wo das steht.
Nein, der Kaufpreis ist doch 7.440. Ich habe bloß nicht so viel mit so. Komische Anzeige hier. Ja, manchmal blicke ich da auch nicht so ganz durch. Ein Yachtgewehr. Ja, und hinten ganz rechts bei Geheimvorrat sind halt so besondere Sachen, wie zum Beispiel das Auto, wenn es das gibt oder so. Geheimvorrat wo? Ja, ganz rechts in dieser Leiste, wo du kaufen gehen kannst. Hallo? Ich komm hier nicht mehr rein. Hallo? Ich möchte... Ach, man kann da noch weitergehen. Ja, das ist nur in Reiter aufgeteilt halt. Ganz links ist halt alles zusammen, ohne den Geheimvorrat, den musst du mal extra anklicken. Klicken. Oh doch, ich hab Geld dabei, sehe ich gerade. Ja, dann schau mal, ob du dir das kaufen kannst, das Ding, irgendwas, was du haben willst. Ich hab 8.000 dabei. Greetings, Stranger. I've got the best deals in nee, solange sie noch drin ist, darf ich nichts dran. Ja, das ist klar. Ich hätte auch gerne Nachtsicht. Come back tomorrow. We get new gold. Oh, hier ist ein Butcher Pete. Der hat immer tolles Zeug. Der hat immer große Vorräte. Der Butcher? Direkt nebendran. Oh, das ist aber Stufe 4. Hab ich doch gesagt. Ja. Habt ihr Dietrich hier dabei? Ja. Gut. Das weil das Butcher Pete ist geil. Ich liebe das Butcher Pete. Was ist das denn? Da, guck, direkt hier nebenan das Haus. Ach so, ich dachte, ein Typ. Nee. Der das Klatsche. Ist ein Haus, der hat eine riesige Schatzkiste unten. Risikomst. Ich muss gucken, überlegen, ob ich es jetzt. Ich kaufe die jetzt. Ja, komm, ich kaufe sie. Also, das Spiel lädt und Discord spinnt. Hier unten. Wo seid ihr? Moment, nicht da, andere Seite. Was? Da, wo das Auto steht, da hinten rein. Moment. Ach stimmt, da ist ja noch zu. Ach, komm. Vergesst das jedes Mal. Wir müssen praktisch durch das Haus nach unten. Ich liebe dieses Gebäude oder dieses Grundstück. Da ist so viel Zeug immer drin. Ne? Sira, da ist eine Tankstelle. Vielleicht könnten wir eventuell da das Ding kriegen, was wir noch brauchen. Ja, dann gönn dir. Ich rein da rein. Ja klar, ist doch nur eine Tankstelle. Okay. Wir kommen zurecht. Okay, zack, tot. Ich halt, tschüss. Pü. Da oben kommt dann irgendwo noch ein Hund übrigens. Hier die jetzt gerade noch nicht, aber um die Ecke. Alleine haben. Ja, dann komm halt mit, ist doch alles gut. Nee, jetzt gehe ich hier rein. Ja, dann halt netter lässt bleiben. Müssen wir nicht eigentlich runter? Warum gehen wir immer weiter hoch? Weil wir weiter hoch müssen, um das Loch zu finden, das nach unten geht. Wow. Ja, das ist halt leider so bei den ganzen Dingern. Das wäre ja sonst zu einfach, ne? Wenn du einfach in das Haus rein kannst, eine kleine Treppe runter und dann ist gut. Deswegen muss man in der Regel, wenn man kein passendes Werkzeug hat noch am Anfang, muss man halt den von den Entwicklern vorgesehenen Weg gehen. Oh, ich habe einen Bauplan für eine Machete. Ja, jetzt geh doch mal da runter. Dankeschön. Dank. Okay, cool. Was ist denn da oben? Und jetzt? Moment. Guck hier. Ah.
Dann kümmer du dich mal um die Kiste, ich kümmere mich hier um die Reste. Ein Huhn. Ich hasse das mit den Dietrichen übrigens immer noch. Ich finde, das ist so richtig dumm gemacht. Und ist was Gutes drin? Bauplan Erdbohrer! 85, 7,62 Munition, 44 Magnum, 9 mm. Dann zwei Verbandskästen, Totengräbermod, Nadelfaden, Rezept Goldrutentee, wow. Und Silberklumpen und Rüstungsteile. Silberklumpen lässt sich immer gut verkaufen. Mhm. Was war das eben? Das klang eben, als hättest du Dünnschiss gehabt. Ich habe das nachgemacht, was das Geräusch wenn du die Dinger zerschlägst. So, da drüben ist auch noch ein Stückli. Was? Da. Da oben, da kommen auch ganz gerne ein bisschen stärkere Viecher noch, hier auf der Seite. Da, guck. Da oben sitzt ein Hühner zum Beispiel. Ah, Tee. Richtige Munition, die ich brauche. Na toll. Wieder runterflatscht einfach. Oh, wie der Arm immer so wobbelt, der eine. Oh Gott, meine Dinger müssen repariert werden. Dann halt so. Ach ja, ich habe ja, glaube ich, Rep-Dinger mit bei, oder? Ich habe auch noch welche. Meine Schlagringe reparieren. Die sind zerbrochen. Jetzt muss ich sie mit Klebeband wieder zusammenbasteln. Ich kann Stahlwerkzeug. Ich will kein Stahlwerkzeug. Ich will einen Stahlschlagring. Nachtpirischer Band Nummer 5. Bogen schießen, niemand wird es kommen sehen. Bögen verursachen 10% mehr Schaden. Oh, cool. Das weiß nicht, ob ich das habe oder nicht. Nimm es mit. Ich hab's mitgenommen. Ich hab's gerade zweimal. Hat irgendeiner von euch was zum Trinken mitgenommen? Also was denke ich immer. Ich nicht. Ich auch schon. Ich habe 10 Kaffee. Weil ich meistens, und 10 wenn ich Wasser. Irgendwelche. Wenn ich meistens irgendwelche Gebäude durchsuche, finde ich da eh irgendwo was zu trinken. Von daher nehme ich eigentlich nie was mit. So, wo ist mein Auto? Ich muss mich abladen. Ich guck mir jetzt da drüben nochmal. Oh. Da fährt sie mit dem Auto weg. Ach so, du hast ja dein Motorlad. Diese Taste, womit ich einfach, womit man gedrückt halten kann und dann die Sachen, die man dann, ja, schon gut. Shift? Ja, hab schon. Haben eigentlich schon im Grunde die gleiche Taste wie, ich glaube, bei Minecraft auch. Oder du kannst auch einfach auf diese Kiste mit diesen drei Pfeilen. Ich hab schon. Okay, ich sag nichts mehr. Bleib mal stehen, komm mal her. Ah, ich bin voll. Hier. Was denn? Ach so, du hast mir was hingelegt, oder was? Ja. Ach so. Erdbohrer. Dankeschön. Gerne. Warum fährst du jetzt weg? Weil ich ein bisschen weiter vorfahre, damit ich nicht so lange laufen muss, wenn meine Taschen voll sind. Ich fahr mal zu Chrissy. Jupp. Oh, vielleicht mal die Autos ein bisschen auseinanderzwiebeln. Wäre eine Idee. Ich weine, ey.
Was? Wieso? Weil das Inventar für mich einfach I ist. Das ist I. Ja. Das Inventar ist schon immer eklig gewesen, ja. Kann man nicht die Steuerung verändern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das da geht. Ja, das ist auch wirklich nett. Ich weiß aber nicht, aber nee. Da wird gerade nichts ein. Ich kann es ändern. Dann mach das. Was war denn vorher auf I? Nix. Okay. Doch, die Spieler. Ja, ich krieg's nicht hin. Ist nach wie vor so. Will ich speichern müssen? Kannst du mir kannst mal in dem Spiel nicht speichern. Oh, was sehe ich denn da? Zement. Ah, jetzt. Oh, da hinten den Müll hat sie nicht mitgenommen. Geil. Inventar auf I und die Spieler auf Tab. Geil. Kannst du mir was draufschmeißen? Ach so, ja. Toll, jetzt habe ich Tab gedrückt. Danke. Komm einfach. Achso, hier, warte mal, dein Dings, dein. Jetzt hab ich wieder Tab gedrückt, willst du mich verarschen? Ich stelle es wieder um. Ist das gut? Mann! Ist das gut? Und hast du es schon gehabt oder noch nicht? Nee. Hier ist eh schon alles leer, vergiss es. Chrissy war hier schon überall. Sehe ich schon. Hui! Ich sehe ein Huhn neben mir. Und ja, das ja, gerne ein Huhn Bier. Neben dir. Und es ist so niedlich. Dazu sage ich nur das hier. Und kleckere. Darauf sagst du das hier, ich habe kein Wort gehört und du hast gekleckert. Oh, ja. Oh, meine Dose geöffnet. Achso. Ich könnte jetzt mit Met ankommen, aber nee, ne? Lass mal lieber. Geht. Nicht bei Aufnahmen. Hab ich noch nie probiert. Will ich auch gar nicht. Das klingt einfach schon eklig, was es ist. Naja, Honigwein ja. Halt, ne? Ja, Wein ist eklig und Honig ist eklig. Boah, na gut, Wein ist also okay, ich aber Wein Honig? Ist eklig, ja, aber der Honigwein ist echt mega und ich mag auch keinen Wein. Ich finde meinen eigentlich Fan auch eklig. Honig. Er ist mir einfach viel zu süß. Ich trinke ihn in Tee und das war's. Ich hasse auch Honig. Ich hasse Wein, ich hasse Honig, trotzdem trinke ich Met. Glaube, ich bin hier, glaube ich, die Einzige, die aber eigentlich so gut wie alles ist. Aber ich bin eh nicht so der Alkohol-Fan. Also schmeckt ja, ich auch nicht, aber ich habe jetzt einen roten mir gegönnt mal halt. Ja, dein roten Discord ist echt ein Arsch. Ich habe mir einen roten gegönnt, der ist mit Kirschsaft. Wow. Der schmeckt noch besser. Es gibt auch Schokoladenwein, der ist voll eklig. Bäh, der klingt schon abartig. Ja, ja wie in. Wo seid ihr denn? Bitte, oh ja. Wo seid ihr denn? Oh, hier. Hort. Oh Gott, ich höre Hund. Scheiße. Hallo. So, take off all your clues. Was? Clues? Was? Hoja! Weg mit dir, du Mistköde! Der wollte auch ein Hoja haben. Der Hund gib kriegt mit mir Heuer in die Fresse. Hoja! Ich komm nicht mehr raus. Oh, Sira, hör auf zu stöhnen, ey. Ich will ein Hoja und kein Stöhnen. Boah, den Flatscreen nehme ich mit, Alter. Hoppala. Oh, da sind schon wieder Hunde. Du magst nee, ein Doggy, Wolf. Doggy. Entschuldigung. Ich habe einen Wolf getötet. Er wusste gar nicht, was ihn traf. Das arme, arme Tier. Was heißt hier das arme, arme Tier? Entweder er oder ich.
Okay. Warum rutschst du auf den Boden? Ah, Bug! Ah! Was ist jetzt kaputt? Er rutscht die Treppe hoch! Ah! Was? So. Iwut, nein! Iwut, oh. Nein! Ich will raus, ich will raus! Boah, das Alter. Heißt, Iwut naus, Iwut naus. Zock! Ich hau auf dem Bild und du sagst in dem Moment Hock. Nee, Schock. Ja, Schock, genau. Ich hab nur irgendwas gehört, in dem Moment habe ich zugehauen. Da war gerade halt so ein Bug, der Zombie ist nicht aufgestanden, der ist über den Boden gerutscht und hat mich aber genauso angegriffen, als wäre er gelaufen. Er hat den Arsch gejuckt. Ja, das hat mit Sicherheit der Arsch gejuckt, der arme Kerl. Oh, Mist. Ich weiß, was für ein Flatscreen du meinst. Was? Ja, du hast so gesagt, hier, oh, den Flatscreen will ich haben. Oh, ich bin gefallen. Nee. Die Geräuschkulisse hier im Hintergrund, ja. Ich bin hier im Geheimraum und habe so dezent Probleme gerade. Ja, da wollte ich ja hin, aber du bist ja gekommen, Klaus mir das. Du musst einfach nur aufs Dach springen und musst von oben mal halt durch das Loch rein. Das weiß ich, da wollte ich gerade hinspringen, ich bin aber gefallen. Ja, dann komm doch, habe ich nichts gelooten. Gelootet. Sie wollen heute Ei. Sprache lernen? Die werden sie noch hab nicht lernen. Noch habe ich nichts geluten. Ach du Schande! Hier draußen ist gleich Party. Au! Ei! EP! EP! Weg mit euch! Keiner will euch haben, so! Feierabend hier! Party ist vorbei. Aua! Verzeihung, mal Schau, die, lass mich mal, darf ich meinen Bolzen wieder haben? Bleib stehen. Ich halte ganz Drei still, Stück. Auch wenn es weh tut wahrscheinlich. Meine Augen tränen. Ich bin müde. Ich hab eine Magazin-Vergrößerungsmod. Ich hab nur wieder Tab gedrückt. Ich glaub, ich stell's wieder um. Cool. Leider habe ich nur ein Mod-Ding hier dran an dem Ding da. Du kannst sie ja sowieso nicht stacken. Nee. Das geht nicht ja, ein. Ich hab ja keine reinmachen können. Ach so, ja stimmt. Du hattest da ja was gesagt. Ich erinnere mir. Oh, das brauche ich. Was? PC-Raum. Ach, schade, ist schwächer. Oh. Ein Footballhelm. Ein Footballhelm. Hui. Ich habe auch einen brennenden Schaft. Haben wir dir einen brennenden Schaft? Sira? Ja. Warte, nee. Das sind nur normale Handschuhe. Schon gut. Das sind nur normale Handschuhe. Ich dachte, das wären Schlagringe. Ich will endlich Stahlschlagringe haben. Mikrowelle. Mikrowelle. War Alteisen besser? Was? Gegen was? Ja, Stoff. Ja. Natürlich ist da Alteisen besser. Erst Stoff, dann Leder. Alteisen, Eisen, Stahl. Okay. Dankeschön. So, jetzt habe ich wieder etwas Platz. Platz. Lass doch looten, du Tonne. Harte Beleidigung halt, ne? Du Tonne.
Sorry, Alter, ich hab dir deine Nüsse weggeschossen. Er ging mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Die Nüsse. Was? Nee, die Nüsse. Guck mal. Ja. Ja. Geblendet. Stell dich mal vors Auto. Ein bisschen weiter weg. Guck mal, wer bin ich? Kennst du nicht? Meinst du Christine? Ja! Ja? Falsches Auto dafür. Ich weiß, aber es ist ein Auto. Wer ist Christine? Ist ein Horrorfilm, dass irgendwie so ein Auto so ein Eigenleben hat und irgendwie Menschen umbringt oder ja. So. Wow. Irgendwie sowas in der Art. Beziehungsweise nicht Menschen umbringt, sondern nur die umbringt, die halt vom Besitzer, die ihn geärgert haben. Ja, Eifersucht halt, ne? Ja. Ein eifersüchtiges Auto, das halt die Freunde und potenziellen Liebhaber des Autobesitzers. Nee. Erst waren es die Feinde gewesen, die ihn ständig gehänselt und geärgert haben. Und dann war es halt auch die Freundin gewesen, weil sie eifersüchtig war. Ja, genau. Ja. Wow. Und natürlich wird das auch genauso geschrieben wie mein Name. Ja. Ein Geier! Da dreht ihn die Eier. Ich sehe sogar seine... Ah nee, das ist ja ein Kranich. Der hat ja sowas gar nicht. Wo ist denn der Geier? Da oben. Hier oben. Ich sehe ihn aber nicht mehr jetzt. Habe ich ihn getroffen? Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe ihn getroffen. Nein, ich habe ihn getroffen. Ach so, ja, er wurde auf jeden Fall getroffen. Boah, ich habe kaum noch Magazin. Ich habe kaum noch Magazin. Magazin. Da musst du dann Kiosk, musst neue Magazine kaufen. Wir brauchen unbedingt einen Laden, wo es eventuell... Oh, ich habe ein Maschinengewehr gefunden. Cool. Oh, Chrissy, ich habe ein Schrotflinten-Entenschnabel-Mod gefunden. Die haben wir auch schon da. Die habe ich aber, glaube ich, nicht genutzt. Das ist eigentlich dann eher was für mich, weil ich habe so eine Schrotflinte. Aber ich habe nur einen Platz und da ist schon was drin. Ach so. Weil das erweitert, glaube ich, die Streuung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Kann ich den Bauplan Machete benutzen oder brauchst du den für dich, Sira? Ich habe schon. Außer, nein, ich habe dann, wenn ich mal meine Stahlschlagringe habe, dann kann ich die auch als Messer benutzen. Ah, okay. Deswegen will ich unbedingt endlich so einen Stahlring haben. Nimm mir mal das Magazin für die 9mm raus. Ich nehme mir mal das Magazin für die 9mm raus. Das hast du doch schon vorher gesagt. Nimm mir mal das Magazin für die 9mm raus. Ja, sie hat gesagt, ich hätte nur gesagt. Deswegen. Ja, ja, hat's am Anfang auch. Ich nehme ihre. Das klingt immer, als hättest du auch so Ausfälle gelegentlich mal, weißt du? Hab ich da auch. Ja, über Discord. Ich meine in der Realität. Ich meine ich auch die Realität. Ja, aber nicht solche Ausfälle. Ja, nee, nur die Ausfälle. Diese Logikausfälle. Aua! Genau. Verfolgen Sie sich, B2, ich bin schneller. Hui! Nice Sound. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Weiß nicht. I don't know. Boom. Ist die Chrissy schon bei dir mit in die Karre? Jo. Ich weiß nicht, wo hoch. Erstmal nach Hause und wieder abladen. Wie viel... Ich guck mal, wie viel Platz ich hier habe. Ja, wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber wir könnten, was wir noch machen könnten, wäre zu der Kiste fahren, die wo abgeliefert wurde.
Jetzt kommt die mir damit. Scherzkeks. Hä? Ach, die Bekannte, die hier im Ort mitwohnt, die hat Sachen bestellt gehabt, die jetzt angekommen sind, aber sie ist nicht da. Und weiter? Hat sie gefragt, ob ich es annehmen könnte und sie in die Wohnung bringen könnte. Wow, sie hat auch gute Vorstellungen. Wieso? Ja, keine Ahnung. Ich habe ja ihren Hausschlüssel. Warum kommt ihr nicht? Ach so, na dann. Warum kommt ihr nicht? Weil sie wogegen gefahren ist. Ich bin wogegen gefahren. Wow. Oh, diese heftigen Ruckler hier, ne? Gelegentlich mal. Gelegentlich? Bei mir bleibst du einmal kurz mitten im Bild stehen und dann auch mal rast wie bescheuert nach vorne und dann hängt es wieder kurz. Ich hab was nicht. Nee, ich hab das auch nicht. Nur gelegentlich mal bleibt das mal kurz stehen. Aber eigentlich. Also diese Kiste ist aber viel weiter weg als unser Zuhause. Ja, die Kiste ist ein bisschen weiter weg, ich weiß. Deswegen sind wir ja Gott sei Dank im Auto unterwegs. Was, wo? Du bist drüber gefahren. Ich bin umgefahren. Ich bin... Hinter dir. Jetzt? Oh, hallo drüber. Wolf. Jetzt nimmer. Mach schön Sitz. Platz. Bing. Boom. Batsch. Getting hot in here. So take off all your clothes. Jetzt kann ich endlich Gewehre Stufe 5 machen. Yay. Wasser! Arsch! Oh. Keine gute Idee. Nein. Das Ding ist tiefer gewesen, als ich erwartet habe. Ja, kenne ich irgendwoher. Aber mein Motorrad ist fest. So. Wir haben auch 4 Pünktchen Schaden gekriegt. Ich mit der Nase da direkt reingeklatscht bin. Ich habe nur 2 Pünktchen Schaden bekommen. Hui! Ihr braucht doch eigentlich gar nicht mehr weiterfahren. Ich bin gleich schon da. Ich erstick gerade nur. Alles gut. Dir ist kalt. Suche Kleidung. Und du erstickst. Und nochmal. Hui! Ach ja, das Allround-Auto, ey. Du kannst hier nicht atmen. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Einfach quer durch die Map, mitten durchs Meer. Oh, den Stein habe ich nicht gesehen. Da vorne ist doch mal Wasser. Stell dir vor. Yay. Wasser auf dem Weg. Unter Wasser hupst du nicht. Lustig. Aber durch den See fahren wir jetzt bitte jetzt nicht, ja? Da kommt ja nochmal Wasser. Oh, hey. Ja, so ein bisschen nur noch. Harry! Was ist jetzt kaputt? Ach, da oben kommt sie runter, Freund. Komm ich da durch? Ja. Gerade so. Wo bin ich? Und ab ins Wasser. Hui. Da ist ein Loch im Wasser. Ja, das wird mir jetzt wahrscheinlich gewesen sein, ne? Nee. Oh, was liegt denn da? Ein Stein. Nein, da drüben ist was Gelbes. Was ist das? Das ist ein Sack. Oder? Und tschüss. Danke. Ja, das ist tatsächlich ein Sack. Problem. Naja, zumindest bist du auch wieder rausgefahren, halber, ne? Ja, bevor ich es saufe, ja. Ich habe ein Problem. Hm? Was denn? Ich habe mich hier festgefahren. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh, warte. Also, mein Problem ist eher, dass ich... Ach, du fährst jetzt gerade. Ich dachte schon, ich kann nicht mehr richtig steuern. Was ist jetzt kaputt? Ich habe es geschafft. Ernsthaft? Was ernsthaft?
Jetzt machen wir uns extra wieder auf den Weg zu dir, um dir zu helfen. Oh, ich hab's rausgeschafft, Alter. Und wieder durchs Wasser. Hey. Ach, ich muss mal nicht selber fahren. Ist eigentlich mal ganz schön. Oh nee, ist nicht unser Haus. Nee, aber da vorne ist es. Das nicht, aber das nächste. Ja klar, ne? Vergesst, dass ich mit der Maus da lenken muss. Ich hab ein Wassergeräusch gehabt. Keine Ahnung warum. Ich bin unschuldig. Kann mir mal einer die Zugbrücke aufmachen? Ich weiß gar nicht mehr, wie die aufging. Ja, der einfach den Schalter nehmen. Der Schalter da. Na, hallo? Ach, komm, ey. Dankeschön. Ich habe einmal drinnen und einmal draußen einen Schalter. Der draußen ging nicht. Ja, weil der innen nicht aktiviert war. Vorher. So, wenn die beiden einsortieren, würde ich sagen, beenden wir die Folge dabei. Weil ja, das können wir auch ohne, dass die Folge läuft, machen. Ja. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Tschüss.